Wow, vielen Dank dafür. Liebe Genossinnen und Genossen, zum ersten Mal seit langem treffen wir uns wieder zu einem Präsenzparteitag nach über 2 Jahren Pandemie. Und zum ersten Mal stehe ich heute auf einem richtigen Parteitag als Parteivorsitzende vor euch. Unsere Partei, die wir vor 15 Jahren gegründet haben, befindet sich in einer tiefen Krise. Wir haben herbe Niederlagen bei der Bundestagswahl und bei den letzten Landtagswahlen erlebt. Zu viele Mitglieder haben unsere Partei verlassen. Es kommt darauf an, sie zu verändern. So lautet das Motto dieses Parteitags. Das gilt für die Welt und das gilt auch für uns als Linke. Vor 15 Jahren haben wir uns aufgemacht, aus 2 Parteien eine werden zu lassen, um dieses Land zu verändern. Wir hatten Erfolge und wir hatten Niederlagen. Ja, wer kämpft, kann verlieren. Aber zur Wahrheit gehört, dass wir in den letzten Jahren häufiger verloren haben, als es zu verschmerzen gewesen wäre. Und dabei haben wir immer wieder den Eindruck hinterlassen, dass uns, als wären uns die Kämpfe untereinander wichtiger als die für unsere politischen Ziele. Das, liebe Genossinnen und Genossen, müssen wir selbstkritisch festhalten. Und vor allem das müssen wir ändern. Zurück zur politischen Konstellation der 2000er Jahre und zu unserer Gründungszeit kann und wird es nicht geben. Wir müssen unsere Rolle heute hier im Hier und Jetzt finden, als Opposition zur Ampelregierung, als einzige linke Opposition, als sozialistische Gerechtigkeitspartei, liebe Genossinnen und Genossen. Und die Ampel, sie lässt viel Platz für linke Politik. Die Themen liegen doch auf der Hand. Steigende Preise, steigende Mieten, wachsende Ungleichheit, Armut und prekäre Arbeit, unzureichende Klimapolitik, Aufrüstung. Unsicherheit ist für viele Menschen zum Lebensgefühl geworden. Die Konzentration von Macht und Reichtum in den Händen weniger bedroht die Grundlagen der Demokratie. In dieser Situation müssen wir linke Alternativen aufzeigen und unser Profil schärfen. Und das heißt, die Interessen der Beschäftigten, der Erwerbslosen, der Rentnerinnen und Rentner in den Mittelpunkt unserer Politik zu stellen. Menschen, die jeden Tag zur Arbeit gehen und dann doch jeden Euro zweimal umdrehen müssen. Menschen, die erwerbslos sind und die in Armut leben. Menschen, die sich von Befristung zu Befristung hangeln, die sich sorgen, ob sie morgen noch einen Job haben oder ob sie jemals wieder eine bezahlbare Wohnung finden. Derzeit sprechen viele Menschen unter der Überschrift »Ich bin armutsbetroffen« mutig und offen darüber, wie sich Armut in diesem reichen Land anfühlt. Wie es sich anfühlt, wenn man sich Dinge des täglichen Bedarfs nicht mehr leisten kann. Und sie berichten von Scham und von Ausgrenzung, von dem Gefühl, seinen Kindern nichts bieten zu können und von der Wut über diese Zustände. Hören wir diesen Menschen zu und vor allem unterstützen wir sie dabei, dass sie endlich überall gehört werden. Wenn Menschen ihren Kindern erklären müssen, dass ein Kinobesuch, ein Ausflug oder auch nur eine Kugel Eis einfach nicht drin ist, wenn Alleinerziehende Einladungen zu Kindergeburtstagen unter einem Vorwand absagen, weil sie das Geschenk sich nicht leisten können, wenn Rentnerinnen ihre Wohnung nicht heizen, weil sie Angst vor der Gasrechnung haben, dann sind das doch Zustände, mit denen wir uns niemals abfinden werden, liebe Genossinnen und Genossen. Menschen wissen nicht mehr, wie sie die steigenden Preise bezahlen sollen für Lebensmittel oder für die Mieten. Sie wissen nicht, wie sie die Gasrechnung bezahlen sollen. Für sie muss es schnelle und gerechte Entlastung geben, auch für die Rentnerinnen und Rentner und für die Studierenden. Weil unter Studierenden lebt jeder Dritte in Armut und jeder 5. Rentner ist von Armut betroffen. Die Ampel hat die Leute einfach vergessen. Wir wollen, dass diese Menschen sofort entlastet werden, damit sie nicht in die Armut rutschen. Sozialleistungen müssen sofort
um 200 Euro monatlich erhöht werden, mindestens. Zur Erinnerung, der Hartz-IV-Regelsatz wurde in diesem Jahr um 3 Euro erhöht. Für Erwachsene. Für Kinder waren es nur 2 Euro. Und dass einige Jobcenter jetzt auch noch wegen des 9-Euro-Tickets, das Menschen entlasten soll, Geld für die Schülerbeförderung zurückfordern, weil es eine ungerechtfertigte Bereicherung sei. Liebe Genossinnen und Genossen, das ist eine absolute Sauerei, im Zusammenhang mit Hartz IV von Bereicherung zu sprechen. Ist doch ein Hohn! Die versprochene Kindergrundsicherung und damit der Kampf gegen Kinderarmut, den hat die Ampel einfach auf das Jahr 2024 verschoben. Kinder haben aber nur eine Kindheit. Sie können nicht warten. Die Menschen, die jetzt in Armut leben, denen muss jetzt geholfen werden. Und die Ampel wird all diese Probleme nicht lösen. Mit ihr wird es keinen bundesweiten Mietendeckel geben zum Schutz von Mieterinnen und Mietern. Und auch keine echten Verbesserungen für Pflegekräfte oder die Bürgerversicherung. Das Thema Umverteilung und Vermögenssteuer wurde schon abgeräumt, bevor man in die Sondierungsgespräche gegangen ist. Und die Schuldenbremse und die schwarze Null sollen bleiben. Nur für die Aufrüstung wird eine Ausnahme gemacht durch ein sogenanntes Sondervermögen, das geschaffen wurde. All das lässt doch nicht nur viel Raum für linke Kritik. Nein, das macht sie dringend notwendig, dass diese Ampel Druck von links bekommt. Und die steigenden Preise. Diese steigenden Preise, die sind doch eine ganz enorme gesellschaftliche Sprengkraft. Und hier müssen wir doch als Linke aktiv werden. Wir müssen Infostände machen, Kundgebungen machen. Wir müssen uns auf die harten Verteilungskämpfe im Herbst vorbereiten und linke Antworten darauf geben, liebe Genossinnen und Genossen. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass gerade alle ärmer werden. Die Zahl der Vermögensmillionäre ist gestiegen und die Mineralöl- und Energiekonzerne verdienen gut an steigenden Preisen und dem Tankrabatt. Die sind nämlich gar nicht gemeint, wenn Finanzminister Lindner von 5 Jahren der Knappheit spricht. Wer an der sozialen Ungleichheit etwas verändern will, der muss für Umverteilung sorgen, für die Wiedererhebung der Vermögenssteuer, für eine einmalige Vermögensabgabe auf hohe Vermögen. Und wir wollen die Übergewinne der Krisenprofiteure stärker besteuern. Und ich bin froh, dass die links mitregierten Länder im Bundesrat genau diese Initiative eingebracht haben. Vielen Dank an die Genossinnen und Genossen. Wir brauchen eine staatliche Energiepreisaufsicht, damit man hohe Preise nicht einfach subventioniert, sondern damit Schluss damit ist, dass Energiekonzerne sich bereichern auf Kosten der Verbraucherinnen und Verbraucher wie RWE, E.ON und Sie das alle gerade machen. Wiedereinführung der staatlichen Strompreisaufsicht. Liebe Genossinnen und Genossen, der Sozialstaat ist eine der wichtigsten und großen Errungenschaften der Arbeiterinnenbewegung. Und dabei geht es immer schon um mehr als Sozialpolitik. Unser Eintreten für soziale Gerechtigkeit hat sich noch nie in Sozial- und Arbeitsmarktpolitik erschöpft. Nein, auch der Zugang zu Bildung ist eine Klassenfrage. Der Zugang ist abhängig von der Herkunft. Das heutige Bildungssystem verstärkt die soziale Ungleichheit. Kinder aus armen Familien, Kinder mit Migrationsgeschichte und Kinder mit Behinderung haben in diesem Schulsystem nicht die gleichen Chancen. Und das wollen wir ändern. Wir wollen längeres gemeinsames Lernen. Eine Schule für alle Kinder. Und ganz wichtig, wir wollen eine neue Kultur des Lernens. Eine Kultur, die Kinder und Jugendliche stärkt, statt sie durch schlechte Noten und Sitzenbleiben zu beschämen. Lasst uns für eine andere Bildungspolitik kämpfen, die allen Kindern die gleichen Möglichkeiten bietet. Die Möglichkeiten, sich selbst entfalten zu können, vollkommen egal, in welche Familie sie geboren werden, liebe Genossinnen und Genossen. Seit nunmehr 4 Monaten werden wir Zeuge eines furchtbaren Krieges in der Ukraine. Wohnhäuser werden zerbombt,
Menschen sind auf der Flucht, Millionen Menschen. Tausende wurden getötet, Familien auseinandergerissen. Die russische Führung trägt die Verantwortung für diese Eskalation. Der verbrecherische Angriffskrieg ist durch nichts zu rechtfertigen. Und natürlich gilt unsere Solidarität den Menschen in der Ukraine, die um ihr Leben fürchten, die fliehen mussten, die Angehörige zurücklassen mussten, die alles verloren haben. Ja, auch wir wissen, dass dieser Konflikt eine Vorgeschichte hat. Aber es gibt keine Rechtfertigung für diesen Krieg. Putin war es, der erklärt hat, die Staatlichkeit der Ukraine sei ein Fehler der russischen Revolution gewesen. Damit verfolgt er imperiale und nationalistische Ansprüche. Und zwar nicht erst seit dem Überfall auf die Ukraine. Für uns gilt, was wir an der Kritik an der NATO und den USA, was für uns selbstverständlich war, gilt natürlich auch für Russland. Wir messen nicht mit zweierlei Maß. Wenn die Ukraine angegriffen wird, gilt der Solidarität der Bevölkerung, die unter diesem Krieg leidet. Und unsere Solidarität gilt den mutigen Menschen in Russland, die gegen diesen Krieg, die gegen für Frieden auf die Straße gehen, trotz Repression, trotz hoher Haftstrafen. Und gerade jetzt sind alle Brücken in die russische Zivilgesellschaft wichtig. Russland ist nicht gleichzusetzen mit dem Kreml. Wenn stete Partnerschaften ausgesetzt werden und russische Kulturschaffende ausgeladen werden, dann ist das ein falsches, ein fatales Signal. Da stellen wir uns dagegen. Viele Menschen in diesem Land haben Angst, dass dieser Krieg sich ausweitet. Sie haben Angst vor der Rutschbahn in einen dritten Weltkrieg, vor dem Einsatz von Atomwaffen. Und es muss alles getan werden, um eine weitere Eskalation zu verhindern und zu einer Verhandlungslösung zu kommen. Die Lieferung von Waffen, insbesondere schwerer und offensiver Waffensysteme an die Ukraine, die lehnen wir ab, liebe Genossinnen und Genossen. Wir wenden uns an die vielen Menschen, die nachdenklich sind und die sich nicht dieser scheinbaren Alternativlosigkeit der militärischen Logik beugen wollen. Wir lassen nicht zu, dass nicht militärische und pazifistische Ansätze verächtlich gemacht werden und ins Lächerliche gezogen werden. Wir waren aus guten Gründen als Linke häufig gegen Sanktionen, weil sie breite Teile der Bevölkerung zu treffen drohen. Gezielte Sanktionen gegen Oligarchen, gegen den militärisch-industriellen Komplex in Russland, können aber die Machtbasis Putins schwächen und sie können Druck aufbauen. Und deswegen halte ich es auch für richtig, dass diese Art der Sanktionen im Leitantrag gefordert werden, aber nicht Sanktionen, die zu einer Verarmung der Mehrheit der Bevölkerung führen. Sofortiges Gasembargo hingegen hätte dramatische Folgen für die Bevölkerung und auch für die Arbeitsplätze in diesem Land. Es würde zu dramatischen sozialen Verwerfungen führen. Richtig ist aber, natürlich muss die Abhängigkeit von Gas und fossiler Energie reduziert werden. Wir wissen um den Zusammenhang von fossilen Energien und neuen Kriegsgefahren. Es braucht jetzt Milliardenpakete für eine sozial gerechte Energiewende. Das wäre eine Zeitenwende in die richtige Richtung. Kanzler Scholz meint mit seiner Zeitenwende eine gigantische Aufrüstung. Die Ampel hat gemeinsam mit der Union 100 Milliarden für die Bundeswehr auf den Weg gebracht. Zur Erinnerung, die Mittel für den Verteidigungshaushalt wurden schon seit 2014 um 50% erhöht. Bei den Rüstungskonzernen knallen die Sektkorken, aber den Menschen in der Ukraine ist damit überhaupt nicht geholfen. Die weltweiten Rüstungsausgaben sind
immer weiter gestiegen. Sie haben diesen russischen Angriff nicht verhindert durch Abschreckung. Und deshalb ist es so gut und wichtig, dass sowohl die Bundestagsfraktion als auch die links mitregierten Länder im Bundesrat diesem 100-Milliarden-Paket nicht zugestimmt haben, weil es eine laute Stimme braucht, die dagegen aufsteht. Und bei den 100 Milliarden, es wird ja gern so getan, als würde es da nur um warme Unterwäsche für die Truppe gehen. Nein, es geht um atomwaffenfähige Kampfflugzeuge. Es geht um die Bewaffnung von Drohnen. Eine grüne Außenministerin spricht von nuklearer Abschreckung und warnt vor Kriegsmüdigkeit. Und der SPD-Vorsitzende will, dass Deutschland eine internationale Führungsmacht werden müsse, nach 80 Jahren Zurückhaltung, und meint das explizit auch militärisch. Das lehnen wir strikt ab. Wir wollen keine deutsche Führungsmacht, gerade nicht vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte, liebe Genossinnen und Genossen. Wenn die Bundesregierung international mehr Verantwortung übernehmen will, ja, bitte schön, dann soll sie endlich aufhören, Waffen in alle Herren Länder zu exportieren und damit Kriege zu befeuern und an Kriegen zu verdienen. Wir wollen kein neues globales Wettrüsten und wir wollen kein Atomwaffen auf diesem Planeten. Und deshalb machen wir Druck als Linke, dass Deutschland endlich dem Atomwaffenverbotsvertrag beitritt. Und wir sind doch nicht vor Abrüstung, weil wir irgendwie ideologisch verbohrt sind. Nein, weil wir ganz pragmatisch sind und wissen, dass Atomkriege niemand gewinnt und dass wir so viele Atomsprengköpfe auf diesem Planeten haben, dass man die Menschheit zigfach ausrotten kann. Niemand gewinnt einen Atomkrieg und deshalb wollen wir atomares Abrüsten. Das muss auf die Tagesordnung. Unser Nein zu Bundeswehreinsätzen im Ausland, zu Waffenexporten, zu Aufrüstung, das ist doch richtig. Es wird von vielen Menschen geteilt. Und die russische Invasion führt natürlich nicht zur Akzeptanz der NATO. Unsere Kritik wird ja nicht dadurch obsolet. Ja, es war ein Fehler, dass die NATO nach Ende der Blockkonfrontation als Militärbündnis bestehen blieb und sich immer weiter nach Osten ausgeweitet hat. Und die Kriege der NATO wurden natürlich nicht für Menschenrechte und Demokratie geführt, auch wenn die Bundesregierung gerne von wertebasierter Außenpolitik und vermeintlichen westlichen Werten spricht. Nein, ihr Agieren orientiert sich an geostrategischen Interessen. Das zeigt sich doch im Umgang mit Saudi-Arabien, die seit 2014 direkt am Krieg im Jemen beteiligt sind und lange mit Waffenlieferungen aus Deutschland unterstützt wurde. Und das zeigt sich doch auch im Umgang mit der Türkei und Erdogan. Für uns gilt: Erkämpft das Menschenrecht, gilt universal. Es gilt für alle von Unterdrückten Betroffenen. Es gilt für Julian Assange, der jetzt vor der Auslieferung steht. Es gilt für die Gefangenen in Guantanamo. Es gilt für chinesische Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, die um ihre Rechte kämpfen. Es gilt für die russische Opposition. Es gilt für die kurdische Bewegung gegen die Repression und den Krieg Erdogans. Und hier eines ganz klar: Unsere Solidarität gilt der HDP, die vor einem Verbot steht. Und ich bin froh, dass wir auf diesem Parteitag ein Grußwort unserer Schwesterpartei HDP haben werden. Liebe Genossinnen und Genossen, es ist gut, dass Geflüchtete aus der Ukraine Solidarität und Unterstützung erfahren, und zwar auch von Staaten der Europäischen Union, die das vorher nicht gemacht haben. Wir vergessen aber auch die anderen Kriege auf dieser Welt nicht. Und wir vergessen nicht die Geflüchteten im belarussisch-polnischen Grenzgebiet und die Geflüchteten, die im Mittelmeer ertrinken, die keine Hilfe und Solidarität erfahren, sondern illegale Pushbacks und Zäune. Gibt es keine zwei Klassen von Kriegsflüchtlingen? Nein,
Die Menschen aus Afghanistan, aus dem Irak oder aus Syrien haben das gleiche Recht auf Hilfe. Alle Menschen, die vor Bomben und Krieg führen, vollkommen egal, welcher Religion sie angehören oder welche Hautfarbe sie haben. Doch etwas warm langsam. Ich habe meine erste Auslandsreise als Parteivorsitzende nach Lesbos gemacht. Und ich habe dort das Lager Kara Tepe besucht. Und dort leben tausende Menschen in Zelten, im Sommer in der Hitze, im Winter in der Kälte. Ich habe dort Kinder getroffen, die seit Jahren dort leben, die in ihrem Leben noch nie einen Spielplatz gesehen haben. Diese Lager wie Kara Tepe müssen evakuiert werden. Und die Menschen müssen dort weg. Die müssen aufgelöst werden. Ziel einer weltweiten Friedensordnung, das bleibt richtig. Und unsere Außenpolitik gründet sich nicht auf Militär, auf Aufrüstung, auf Standortwettbewerb und Wirtschaftskrieg. Uns geht es um eine gerechte Weltwirtschaftsordnung, die nicht auf der Ausbeutung des globalen Südens beruht. Es geht um die Freigabe von Patenten auf Medikamente und Impfstoffe. Es geht um die Überwindung des Hungers in der Welt, um ein Verbot von Nahrungsmittelspekulation. Denn Essen gehört auf den Teller und nicht an die Börse. Und dafür sollte sich Bundeskanzler Scholz einsetzen beim G7-Gipfel, jetzt, der gerade in Elmau stattfindet. Und dazu gehört natürlich auch eine grundlegende Veränderung der Europäischen Union, ein Schlüsselthema für die nächsten 2 Jahre bis zur Europawahl. Und ein letztes: Als Partei der internationalen Solidarität freuen wir uns natürlich riesig über die historischen Wahlerfolge von Gustavo Petro in Kolumbien und Gabriel Boric in Chile. Und wir gratulieren herzlich. Brasilien wählt bald. Das sind großartige Signale aus Lateinamerika. Liebe Genossinnen und Genossen, der Klimawandel wird weltweit zu schwersten gesellschaftlichen Verwerfungen führen. Und die ersten Leidtragenden sind die Menschen im globalen Süden, die durch Dürren, Ernteausfälle und Überschwemmungen zur Flucht gezwungen werden. Aber auch in Europa sind die Folgen des Klimawandels längst spürbar. Die verheerenden Waldbrände, die Überflutungen im letzten Jahr. Ich war bei den Menschen vor Ort im Ahrtal. Ich habe mit Menschen gesprochen, die Angehörige und Nachbarn verloren haben, deren ganze Existenzen vernichtet wurde, alles, was Menschen sich über Jahrzehnte aufgebaut haben. Wenn wir den Klimawandel aufhalten wollen, dann geht es um eine grundlegende Veränderung unserer Gesellschaft. Es geht um ein Ende der Ausbeutung von Mensch und den natürlichen Lebensgrundlagen. Das schrieben schon Karl Marx und vor allem Friedrich Engels, lange bevor das Phänomen des Klimawandels als Folge des fossilen Kapitalismus bekannt war. Kurz gesagt, wir waren schon immer grüner als die Grünen. Mit dieser notwendigen Transformation sind große Ängste und Sorgen verbunden, und zwar zu Recht. Und diese rühren aus den Erfahrungen mit Strukturwandel in den Kohle- und Industrieregionen und ganz besonders aus den sozialen Verwerfungen, die die Menschen in Ostdeutschland nach 1990 erlebt haben. Und besonders eindrücklich war das für mich, als ich letztes Jahr mit den sächsischen Genossinnen und Genossen in einem Besucherbergwerk im Erzgebirge war. Und da haben mir die ehemaligen Bergleute die Geschichte der Wismut erzählt, dem größten Bergbauunternehmen der DDR, 50.000 Arbeitsplätze, dass sie innerhalb von kürzester Zeit wegfielen und ganzen Regionen die wirtschaftliche Grundlage entzogen wurde. Das ist übrigens eine Geschichte, die im Westen den wenigsten bekannt ist. Nach 1990 wurden ganze Regionen deindustrialisiert, Betriebe durch die Treuhand ausverkauft und privatisiert, Hunderttausende Arbeitsplätze abgebaut und ganze Regionen von der Infrastruktur abgehängt. Ich finde, wir sollten aus den Transformationserfahrungen im Osten lernen. Und wir sollten auch lernen von den Kämpfen, wie dem der Kali-Kumpel in Bischofferode, die monatelang ihr Bergwerk besetzt haben, die in den Hungerstreik traten, um sich gegen den Verlust der Arbeitsplätze zu wehren. Wir sollten an diese Erfahrungen und diese Kämpfe erinnern, wenn wir über sozial-ökologische Transformation sprechen. Wir brauchen massive staatliche
Investitionen für Krankenhäuser, für kleine Schulen im ländlichen Raum. Wir wollen stillgelegte Bahnstrecken reaktivieren. Und wir wollen diese Alternativen für die Menschen konkret machen. Das ist unser Auftrag als linke Partei, gerade in Zeiten großer Umbrüche. Beim Klimawandel geht es um die Zukunft der Menschheit. Und nein, der Markt wird auch dieses Problem nicht lösen. Die Ampel diskutiert jetzt über die Verlängerung von Laufzeiten von Atom- und Kohlekraftwerken unter grüner Regierungsbeteiligung wohlgemerkt. Bei der Energiewende kommt man nicht voran und alle reden vom Energiesparen, aber diese Ampel wird nicht mal ein Tempolimit beschließen. Meine Güte, das ist doch der allererste Schritt, den man macht, wenn er Energie sparen will. Wir brauchen ein demokratisches Eingreifen in die Wirtschaft. Wir brauchen das größte Investitionsprogramm aller Zeiten. Und dafür müssen wir Reichtum umverteilen, damit die Kosten dafür nicht auf die Beschäftigten abgewälzt werden. Lasst uns die Partei sein, die den notwendigen sozial-ökologischen Umbau mit sozialen Garantien und mit dem Ausbau von demokratischen Mitbestimmungsrechten verbindet. Und ich finde, gut vorgemacht hat das NÜB am letzten Wochenende mit Jean-Luc Mélenchon. Die haben doch vorgemacht, wie man radikale soziale Forderungen verbinden kann mit ökologischen Forderungen und so eine Alternative sein kann zum neoliberalen Macron und zur rassistischen Le Pen. Herzliche Glückwünsche nach Frankreich für diesen großartigen Wahlerfolg. Um die Industrie in Deutschland zu erhalten, brauchen wir kluge Konversionskonzepte. Wir brauchen Konversionskonzepte für die Automobilindustrie nach dem Verbrennungsmotor und für die Werften alternativ zu Kreuzfahrtschiffen und Militär. Und die Beschäftigten müssen mitentscheiden können durch den Ausbau der Mitbestimmung, durch regionale Wirtschafts- und Transformationsräte. Und, liebe Genossinnen und Genossen, gerade die Digitalisierung, vor der viele Angst haben, bietet doch eine Chance auf ein besseres Leben für alle, auf eine Reduzierung der Arbeitszeit. 4-Tage-Woche für alle wird doch in einigen europäischen Ländern schon versucht. Das würde Zeit schaffen für Sorgearbeit und eine bessere Verteilung der Arbeit zwischen den Geschlechtern. Und das wäre möglich, wenn die Fortschritte zum Wohle aller genutzt werden, statt von wenigen angeeignet zu werden. Dabei geht es um Verfügungsgewalt und diese Fragen im 21. Jahrhundert in Zeiten großer Umbrüche zu stellen und zu beantworten. Das ist Aufgabe einer sozialistischen Partei im Hier und Jetzt. Und es geht um das Eigentum an Grund und Boden. Wenn immer mehr städtischer Grund verkauft und dagegen verkauft wird und Gegenstand von Spekulationen wird, dann treibt das die Mieten in die Höhe. Und dass die Infragestellung bestehender Eigentumsverhältnisse populär sein kann, zeigt die Kampagne Deutsche Wohnen, Vonovia und Co. enteignen in Berlin mit einer breiten Zustimmung von 57% beim Volksentscheid. Liebe Genossinnen und Genossen, das ist einer der größten Erfolge der Gesellschaft Linken in den letzten Jahren. Das ist populäre linke Politik. Die Linke ist eine politische Sammlungsbewegung, die unterschiedliche Kämpfe zusammenbringt und sie nicht gegeneinander stellt. Die Frage ist nicht, ob wir unterschiedliche Milieus erreichen, sondern wie wir das tun. Natürlich unterstützen wir gewerkschaftliche Kämpfe und gerade aktuell den Kampf an den Unikliniken in Nordrhein-Westfalen, die seit 6 Wochen im unbefristeten Streik sind. Großartig ist das, dass die Pflegekräfte sich wehren gegen diese Arbeitsbedingungen. Neue politische Bewegungen formiert. Für konsequente Klimapolitik, für solidarische Flüchtlingspolitik, für die umfassende Gleichberechtigung und alle Formen von Diskriminierung. Diese Menschen in diesen Bewegungen, die müssen die Linke als verlässliche Partnerin erleben, liebe Genossinnen und Genossen. Denn mein Kampf um gleiche Rechte für Frauen, für queere Menschen, für Menschen mit Migrationsgeschichte, dabei geht es um Menschenrechte und um die Überwindung gesellschaftlicher Spaltung. Und die sozialistische Bewegung hat immer für das Frauenwahlrecht gekämpft und gegen die Kriminalisierung durch § 175 und für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch. Und es ist gut, dass er heute endlich abgeschafft wurde im Deutschen Bundestag. Der § 219a
Und der Dank geht an die vielen Aktiven, die dafür jahrelang gekämpft haben, Christina Hähnel und viele andere. Aber für uns ist klar, auch der Paragraph 218 muss weg. Schwangerschaftsabbruch gehört nicht ins Strafgesetzbuch für körperliche Selbstbestimmung. Der Kampf gegen Rassismus und Faschismus, gegen Antisemitismus und rechte Gewalt ist eine permanente Aufgabe für uns als linke Partei. Dort, wo es keine starke Zivilgesellschaft und keine Bündnisse gegen rechts gibt, dort wächst die Bedrohung für Menschen mit Migrationsgeschichte, für queere Menschen und für alle Menschen, die irgendwie der politischen Linken zugeordnet werden. Der Terror des NSU, die Morde in Halle, in Hanau und an vielen anderen Orten zeigen, wie groß die Gefahr von rechts ist. Und der muss sich eine Linke tagtäglich entschieden entgegenstellen. Liebe Genossinnen und Genossen, die herbe Niederlage der Linken bei der Bundestagswahl hat gezeigt, dass viele Menschen uns derzeit nicht zutrauen, etwas bewirken zu können. Und diese Menschen, die uns mal gewählt haben und das jetzt nicht mehr tun, finden ja nicht auf einmal unser Programm schlecht oder sind jetzt doch für die Rente ab 67. Das Problem ist, dass wir in der Öffentlichkeit als zerstritten wahrgenommen werden und als uneins, dass wir widersprüchliche Botschaften aussenden. Und wir müssen zu gemeinsamen Botschaften kommen und sie auch gemeinsam vertreten. Linke Politik muss polarisieren. Sie muss provozieren und sie muss zuspitzen, aber immer entlang von oben und unten und niemals von unten nach noch weiter unten. Wir wollen nicht die eigene Wählerschaft polarisieren, sondern zwischen uns und dem politischen Gegner. Und das bedeutet, dass wir unsere Ideen auf populäre Art und Weise unter die Menschen bringen, durch gute Öffentlichkeitsarbeit, kreative Aktionen und den Mut zu provokanten Forderungen. Menschen in prekären Verhältnissen gehen am wenigsten zur Wahl, und das ist Ausdruck von Ohnmacht und Resignation. Mit mehr Plakaten oder schickeren Flugblättern werden wir das nicht ändern. Wir müssen uns selbstkritisch fragen, warum Menschen, die uns mal gewählt haben, warum wir die nicht mehr erreichen. Und vor allem müssen wir uns fragen, wie wir das ändern können, nämlich durch persönliche Gespräche an der Haustür, am Infostand, bei der Sozialberatung. All das sind wichtige Mittel. Und natürlich muss die Linke mit einer guten Parlamentsarbeit zeigen, dass sie einen Unterschied macht, ob in der Opposition oder in der Regierung. Wir müssen uns inhaltlich weiterentwickeln. Wir müssen eine aktive Mitgliederpartei sein und die Partei organisatorisch reformieren. Und wir müssen auch an unserer Kultur arbeiten. Wir brauchen einen solidarischen und respektvollen Umgang miteinander. Liebe Genossinnen und Genossen, es ist eine Schwäche unserer Partei, wenn wir nicht verhindert haben, dass Frauen in unseren Reihen Sexismus oder sogar Übergriffe erleben. Bei allen Frauen, denen wir bisher nichts oder wenig anbieten konnten, wenn ihnen Unrecht widerfahren ist, möchte ich mich aufrichtig entschuldigen. Rassismus ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, ja. Aber der Anspruch an uns als feministische Partei ist zu Recht höher als an andere. Und ich will nicht sagen, dass ich in den letzten Monaten alles richtig gemacht habe, aber ich will euch versichern, dass alles, was ich getan habe, in bester Absicht war. Und es ist gut, dass der Parteivorstand eine externe Expertenkommission eingesetzt hat. Frauen sollen nicht schweigen müssen, wenn sie Diskriminierung oder gar Gewalt erfahren. Es ist gut, wenn sie sich wehren. Sie müssen Hilfe erfahren. Und das ist unsere Aufgabe als Partei, ihnen dafür nötige Strukturen zur Verfügung zu stellen. Lasst uns einen Umgang mit diesen Fehlern finden, damit wir es besser machen können. Man kann, liebe Genossinnen und Genossen, man kann aus Krisen gestärkt hervorgehen, wenn man die richtigen Schlüsse zieht. Klare Botschaften, Solidarität miteinander, mehr Wertschätzung füreinander auf allen Ebenen. Wir haben ein starkes Fundament mit Zehntausenden Mitgliedern, mit aktiven Kreisverbänden, mit Tausenden kommunalen Mandats- und Amtsträgern. Letztes Wochenende wieder verteidigt, großartiger Erfolg in Bernau, 64% für André Stahl im ersten Wahlgang. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben 9 Landtagsfraktionen und 4 Länder, in denen wir mitregieren. Und hier in Thüringen sind wir nach wie vor stärkste Kraft. Lieber Bodo, ich freue mich, dass du hier bist bei unserem Parteitag.
Das Potenzial ist doch da. 18% der Menschen können sich vorstellen, uns zu wählen. Und 54% unserer Wähler wünschen sich, dass wir mehr vom Sozialismus sprechen. Also lasst uns mehr Sozialismus wagen, liebe Genossinnen und Genossen, für öffentliches Eigentum, für Demokratie. Die letzten Monate waren alles andere als leicht und einfach für die Partei, aber auch für mich persönlich. Und ich will an dieser Stelle sagen, dass ich den Rücktritt von Susanne sehr bedauere. Und ich möchte ihr heute von hier danken für die gemeinsame Zeit. Und ich möchte ihr danken, liebe Susanne, danke für deine Arbeit als Vorsitzende unserer Partei. Ich war in den letzten 15 Monaten in allen 16 Landesverbänden und in etwa 220 Kreisverbänden. Ich habe so viele Mitglieder getroffen, die sich ein Bein ausreißen für diese Partei. Die allermeisten davon ehrenamtlich, abends im Kommunalparlament oder im Kreisvorstand, in der Mieterinitiative im Bündnis gegen Rechts, aktiv in der Hartz-IV-Beratung oder in der Bürgerinitiative. Ich will, dass diese Mitglieder wieder stolz sein können auf ihre Partei, wenn sie morgens in die Zeitung schauen. Wie es war, als Gerhard Rabert für uns angetreten ist bei der Wahl zum Bundespräsidenten. Und ich freue mich, dass Gerhard Rabert morgen hier sein wird, weil er redet über Obdachlosigkeit, über Armut und Gesundheit. Und er hat über die Linke hinaus Ausstrahlung entwickelt. Das hat die mediale Resonanz, das deutliche Mehr an Stimmen in der Bundesversammlung und auch die Zuwächse in den Umfragen dieser Zeit gezeigt. Und deshalb vielen Dank, lieber Gerhard, dass du für uns angetreten bist. Großartig. Wir sind stolz, dass du unser Kandidat warst. Ich komme sofort zum Schluss. Ich habe mich ein bisschen verschätzt. Ich hatte mit etwas weniger Applaus gerechnet, gebe ich ehrlich zu. Liebe Genossinnen und Genossen, lasst uns diesen Parteitag als Chance begreifen, strittige Fragen zu klären. Und abweichende Meinungen äußern zu können, ja, das ist eine Selbstverständlichkeit einer demokratischen Partei. Offene Debatten und der Respekt vor politischen Minderheitspositionen sind die Voraussetzung für innerparteiliche Demokratie. Aber demokratisch beschlossene Mehrheitspositionen müssen, nachdem sie getroffen werden, auch gemeinsam nach außen vertreten werden. Gerade durch die, die das Bild der Linken in der Öffentlichkeit prägen. Weil sonst werden doch unsere demokratischen Meinungsbildungen und unsere Beschlüsse entwertet. Und man muss immer daran erinnern, dass es Abgeordnete und Fraktionen gibt der Linken. Das liegt daran, dass es diese Partei gibt mit ihren 60.000 Mitgliedern. Und wenn wir am Sonntag von diesem Parteitag nach Hause fahren, dann lasst uns bitte alles daran setzen, dass sich unsere Vielfalt, die so wichtig ist, dass sie sich wieder ergänzt und sich nicht widerspricht. Lasst uns nachsichtiger miteinander sein. Lasst uns aufhören, uns in sozialen Medien Dinge vorzuwerfen und Fehler öffentlich zur Schau zu tragen. Lasst uns nach innen leidenschaftlich diskutieren, aber nach außen geht es gegen den politischen Gegner und für die Menschen, die auf uns hoffen. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Das ist das Motto dieses Parteitags. Der ganze Satz ist aus den Feuerbach-Thesen von Karl Marx und er lautet: Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Hören wir auf mit der Selbstbeschäftigung. Wenn wir Veränderungen erkämpfen wollen, dann müssen wir uns auch als Partei verändern. Wir werden in den nächsten 3 Tagen nicht alle Probleme lösen können, aber wir können Weichen stellen. Lasst uns bitte um diese Partei kämpfen, und zwar mit aller Kraft. Eine Linke in der Tradition Rosa Luxemburgs und Karl Liebknechts. Wir haben die Verantwortung und wir haben die verdammte Verpflichtung, diese Partei zusammenzuhalten. Und das dürfen wir nicht leichtfertig verspielen. Das hat viel Mühen gekostet, diese Partei vor 15 Jahren zu gründen. Und deshalb in der Verantwortung für die Menschen die Hoffnung in uns setzen und in Verantwortung für kommende Generationen uns von Sozialistinnen und Sozialisten. Bitte lasst uns am Sonntag herausgehen und ab Montag
Aber das mit dem Zeitplan so weitergeht. Lasst uns bitte hier rausgehen und mit aller Kraft dafür kämpfen, dass es eine linke Stimme in diesem Land gibt. Für Umverteilung, für soziale Gerechtigkeit, für Abrüstung. Bitte lasst uns mit all unserer Kraft dafür kämpfen. Ich danke euch. We'll be right back.